Ja, einfach zurücklehnen und zuschauen. Ich habe mein Auto aus der Garage geholt und werde euch jetzt mal einen Irrsinn-Stunt zeigen. GTA 3, ich liebe dieses Spiel. Und noch schnell Anlauf nehmen. Da poppt auch schon meine Sprungrampe ins Bild und... Und wie hoch bin ich geflogen? Mal sehen. Erstmal gibt es 5000 Monster Stunt Bonus. Davon backe ich mir einen Kuchen. So, probiere ich mal einen anderen Stunt. Ja, scheiße, ich glaube, da bin ich schlecht. Ja, das war nix. Okay, dann versuche ich das gleich nochmal. Dieser Stunt kann echt genial aussehen, wenn er denn gelingt. Okay, nochmal Anlauf holen. Ich nehme Maß, bewege mich auf mein Ziel zu. Komm schon, die Straße entlang. Ach, das war auch scheiße. Scheiße, egal. Probieren wir es noch einmal. Auch sehr schön ist das Schadensmodell des Autos hier zu betrachten. Im Jahr 2001 war das einfach das Nonplusultra, was man in diesem Genre an Schadensmodell kannte. So, egal, noch einmal Anlauf nehmen. Genial finde ich auch die vielen Zeitungen, die hier überall auf dem Boden verstreut rumliegen. Und bam! Wuhu! Da bin ich diesmal richtig aufgekommen. Da fetzt es. Na egal, erstmal schnell raus, denn wenn ein Auto in GTA 3 erstmal Fallschirm fliegt, dauert es nicht mehr lange, bis das passiert. Eine spektakuläre Explosion, die wir eben gesehen haben. Okay, klaue ich mir mal eine andere Karre. Jetzt mache ich mich mal auf den Weg zum Hafen, um euch dort noch einen anderen wirklich verdammt genialen Irrsinn-Stunt zu zeigen. Den kennen vielleicht nicht so viele, weil er im Spiel nicht direkt vor der Tür liegt, aber der Sprung ist schon sehr spektakulär. Zumindest für GTA 3. Naja, ich nehme erstmal den LKW hier, um mir ein entsprechendes Fahrzeug für den Sprung zu holen. Ich weiß von damals noch genau, wo die Fahrzeuge stehen und wo sie wieder ins Spiel poppen. Ich habe dieses Spiel damals ja so verdammt lange gespielt. Ich liebe GTA 3. Meiner Meinung nach immer noch eins der besten Spiele, die sich auf dem Markt befinden. Okay, ich bewege mich auf die Rampe zu, springe und ein LKW übersprungen. Zwei, ach, beim dritten Hart hat es leider. Naja, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Übung. Jetzt versuche ich das Ganze noch einmal und dann wird das ein wirklich extremer Sprung. Ich garantiere euch. Das, was ihr gleich seht, habt ihr im Leben noch nicht gesehen. Und ich bewege mich wieder in Höchstgeschwindigkeit auf die Rampe zu, auf die LKW-Anhänger. Ein Übersprung, zwei Übersprung, drei Übersprung, vier. Wuhu! Und es geht fast ins Wasser. Hoffentlich nicht rein. Ah, okay. Jetzt schnell aussteigen, bevor mir die Scheiße hier um die Ohren fliegt. Gucken wir uns die spektakuläre Explosion mal an. Jopp. Wirklich genial, die Effekte in diesem Spiel. Für Leute, die jetzt GTA 4 spielen, ist die Grafik bestimmt ein bisschen jämmerlich, aber ich kann euch sagen, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, kauft es euch, probiert es mal aus.
es macht wirklich immer noch, selbst in der heutigen Zeit, verdammt viel Spaß. Und jetzt werde ich mal ein Event starten, was ich, als ich das Spiel damals gespielt habe, so gut wie nie bestanden habe. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch diesmal nicht so wirklich daran, dass ich es bestehen werde. Und zwar geht es darum, in kurzer Zeit diese ganzen Checkpoints zu passieren. Das Schwere daran ist allerdings, dass die Checkpoints auf den Felsen und auf der Wiese dort verstreut sind oder am Strand liegen und man eben den schnellsten Weg zu ihnen finden muss, ansonsten ist man ausgeschieden. Den ersten habe ich, ich fahre auf den zweiten zu, nicht in die See, Achtung, okay, das habe ich nochmal geschafft. Wo ist der nächste? Mal gucken. Okay, erstmal den Berg hoch. Unglaublich, mit meinem super Geländewagen hier schaffe ich wirklich jede Steigung. Das ist Auto bei Rockstar Games. Da ist der nächste Checkpoint. Ich versuche nicht runterzufallen, um mir gleich den anderen da hinten, den ich ausgelassen habe, noch zu holen. Durch den kleinen Wald hier und... Ah! Aufpassen, nicht da runterfallen. Wo ist er denn, der nächste? Da, das wird ganz knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Crip, crip, crip. Yep. Da habe ich mich nochmal oben halten können. Okay, wo sind denn die anderen? Au, nein, nicht gegen die Hauswand, bitte. Okay, fahren wir mal ein Stückchen weiter. Hier irgendwo muss er sein, irgendwo bergab. Ich versuche mich mal ganz langsam nach unten zu machen. Komm, komm. Ja, ich hab ihn. Huhu. Ich liebe dieses Spiel, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Okay, jetzt geht's ab ans Wasser. Den Checkpoint habe ich auch. Muss aufpassen, dass ich nicht ins Wasser fahre. Wie man sieht, ist Liberty City ganz schön verdreckt. Alles liegt hier selbst am Strand voller Zeitungen. Hoffentlich kippe ich jetzt nicht um. Nein, hoffentlich bleibe ich im Wasser nicht stecken. Okay, ich habe es nochmal geschafft. Das war aber wirklich knapp diesmal. Okay, noch 14 Sekunden. Den habe ich. 33 Sekunden wieder. Da war eben ein verstecktes Päckchen. In GTA 3 ist das so, wenn man 100 versteckte Päckchen einsammelt, dann bekommt man ein.